Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Danke für den freundlichen Applaus. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Also, gefällt's Ihnen? Sieht's gut aus? Ich habe mir lange überlegt, ob ich das wirklich mache. Mich auf der Bühne outen. Aber ich kann es ja nicht länger verleugnen. Freunde von mir wissen schon länger. Für meine Frau war es natürlich ein Schock. Aber es ist eben so. Letztes Jahr, mit 44 Jahren, habe ich es herausgefunden. Ich brauche eine Brille. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt. Ich bin ein Mann, ich gehe zum Arzt nur, wenn ich getragen werde. Aber dann war ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz. Sie hat im Sand gespielt. Ich habe mit den anderen Müttern geschakert, so von Mami zu Mami. Und irgendwann bin ich zu ihr hin und sage, komm, wir gehen ein Eis essen. War es das falsche Kind? Und ich habe es nicht bemerkt, bis die Kleine gerufen hat, ich darf nicht mit fremden Opas mitgehen. Ich wollte mir erst Kontaktlinsen kaufen, aber die muss man auch noch selber einsetzen. Ich habe die Feinmotorik eines Erdrutsches. Ich war schon im Kindergarten vom Basteln befreit. Das wollte sich keine Kindergärtnerin mit ansehen. Pädagogik hat ja auch immer was mit Hoffnung zu tun. Die anderen Kinder haben einen Stern gefaltet. Bei mir war es ein Meteorit. Und jedes Jahr dieses Drama, wenn wir ein Muttertagsgeschenk basteln sollten. Diese Geschenke sind ja dazu da, sich bei Mama zu bedanken. Meines sah immer aus wie ein Vorwurf. Ich habe mit dem Optiker eine Stunde lang geübt, dann hatte ich Augen wie ein Bernardiner. Und er meinte, wir haben auch Brillen, Herr Tretter. Wollen Sie mal probieren? Und dann hat er mir tatsächlich die Hand geführt, weil er Angst hatte, ich steche mir ins Auge. Aber ich fühle mich immer noch nicht richtig wohl damit. Ich will auf keinen Fall aussehen wie ein Intellektueller. Und das passiert ja heute ganz schnell. Ein Fremdwort zu viel und man ist der Geistesschnösel. Früher hat man versucht, sein Unwissen zu kaschieren. Heute versteckt man seine Bildung. Wer Adorno zitiert, gilt als abgehobenes Arschloch. Aber wenn man sagt, Adorno, Sie meinen den neuen Fünftürer von VW, dann ist man im Gespräch. Also, ich habe Lenka gefragt, meine Frau. Findest du, die Brille verändert mich? Was hast du denn immer mit deiner Brille? Das ist ein Einschnitt im Leben meines Mannes. Sigmund Freud, die Augen sind ein Symbol für den Phallus. Wenn die nachlassen und man braucht eine Brille, das ist wie Viagra im Gesicht. Aha, also wenn du sie aufsetzt, kriegst du einen steifen Nacken. Ich bin jetzt sehbehindert, Lenker. Mit 1,5 Dioptrien. Wenn ich dich anschaue, habe ich 12 Dioptrien. So unscharf bist du, wenn du so rumjammerst. Ich jammere nicht, stimmt. Das ist die Steigerung von Jammern, das ist Trettern. Das fängt bei dir ja schon morgens im Bad an, da wird schon rumgetrettert. Ich habe einen Kater, mir ist schwindlig, ich bin verschleimt, mein Zahnfleisch blutet. Oh Gott, mein Kreuz, die Augen sind wieder ganz verklebt. Ich habe da was, kannst du mal gucken, vielleicht ist es Hodenkrebs. Aua, das Aftershave brennt, die Haare sehen scheiße aus. Warum macht die Friseuse nie, was ich will? Ich bin so fett, was soll ich anziehen? Ich esse zu viel, ich trinke zu viel, ich rauche zu viel. In der Hose habe ich einen furchtbaren Arsch. Findest du mich eigentlich noch sexy? Und dann sage ich ja und dann glaubst du mir nicht. Das war schamlos übertrieben. Das war ein Tag, an dem es dir gut geht. Da kommt eben meine weibliche Seite durch. Was soll das denn bitte sein? Findest du nicht, dass ich manchmal auch ganz feminin und weich bin? Das ist nicht feminin, das ist Übergewicht. Das sagst du als Frau. Nein, das sage ich als Mensch. Frau sein ist biologisch eine Auszeichnung, aber sozial ein Handicap. Wir sind unterdrückte Übermenschen. Leihst du mir deinen Lippenstift? Der macht dich auch nicht weiblicher. Aus einem Twingo wird kein Porsche, nur weil man ihn rot anmalt. Und die Wimperntusche? Am Ende erzählst du mir, du willst jetzt auch noch singen. Woher weißt du das?
Ach bitte, Matthias. Es gibt nur eines, was du besser kannst als singen. Ich weiß. Basteln. Was ist mit uns Männern los? Wir schminken uns nicht, dafür schneiden wir uns mehrfach wöchentlich mit einer Gillette-Sense über die Gesichtshaut. Bei Frauen nennt man sowas Ritzen. Und das reicht uns nicht. Wir hauen uns danach auch noch konzentrierten Alkohol drauf. Und zwar wirklich hauen. Wenn eine Frau das regelmäßig macht, kommt sie in Behandlung. Also nicht, dass sich Frauen nicht auch rasieren würden. Es rasieren sich ja heute alle. Und zwar überall. In Köln, in Garmisch-Partenkirchen. Haare sind eklig, weil sie uns daran erinnern, wir stammen vom Affen ab und nicht vom iPhone. Die Benutzeroberfläche muss glatt sein. Deshalb werden sie weggewaxt, bis alle aussehen wie Neunjährige. Ich gehe nicht mehr in die Sauna, weil ich mir dort immer vorkomme wie ein Päderast. Vor allem ohne Brille. Haare sind sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ich weiß oft gar nicht mehr, was mir da gegenüber sitzt. Dann schaue ich genauer hin, um es zu erkennen. Da gibt es jedes Mal Ärger. Genderfluid nennt man das bei den Soziologen. Wenn das Geschlecht verschwimmt. Ich nenne es Kurzsichtigkeit. Mir ist das erste Mal aufgefallen, als wir uns den Christopher Street Day angesehen haben. Da hat sich ja auch was verändert. Niemand regt sich mehr drüber auf, wenn halbnackte Transen durch die Straßen marodieren. Keiner will mehr Spießer sein. Alle sind nur noch tolerante Elektromobilitäts-Inklusions-Windkraft-Veganer. Und ich finde das zum Kotzen. Ich will meinen deutschen Spießer wieder haben, der genauso aussieht und so riecht wie der Schwartenmagen, den er frühstückt. Wenn man heute Spießer haben will, dann muss man zu den Ausländern gehen. Die können sich noch aufregen. Bei den Türken ist es sogar ein eigener Job. Das gibt es in jedem Imbiss. Den Griller, den Hobler und den Spießer. Wir sehen uns den Christopher Street Day jedes Jahr an. Von der Wohnung aus, bei meinem alten Freund Ansgar. Ich treffe mich mit Ansgar jetzt regelmäßig zum Windowing. Sein neuer Retro-Trend aus Duisburg, dem deutschen Detroit. Windowing ist die perfekte Mischung aus Chilling und Cocooning, aber ohne Littering. Oder wie es ein Pop-Theoretiker formuliert hat, analoges Chatten am Interface zwischen privatem und öffentlichem Raum. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Es gab mal eine Zeit, als Rentner und vor allem Rentnerinnen den entscheidenden Teil ihres Lebensabends damit verbrachten, täglich mehrere Stunden im Erdgeschoss eines städtischen Mietshauses, er im Unterhemd, sie im sogenannten Kittel, die Pockenimpfungsnarbe ins Oberarmkollagen gestanzt wie ein drittes Auge, mit einem Daunenkissen unter den arthritischen Ellbogen, den nachlassenden Bizeps als blasses Bindegewebsrisotto auf dem Frottee-Bezug verteilt, auf dem Fenstersims mehr zu hospitalisieren als zu lümmeln und in einer Art urbanem Denunziationsbuddhismus dem Tod entgegenzutratschen. In Berlin hat man früher gesagt, nichts zu saufen, nichts zu ficken, aber aus dem Fenster kicken. Und es ist großartig. Wir haben uns extra Doppelripp-Unterhemden gekauft. Und ein Daunenkissen. Andere verblöden vor dem Bildschirm, wir vor der Realität. Nicht mehr www, World Wide Web, sondern ddd, Doppelripp-Daunenkissen-Dosenbier. Und Ansgar wohnt gegenüber von einem Späti. Einem Spätkauf, muss ich hier vielleicht erklären, in Leipzig, wo ich lebe, ist es ein Laden, in dem man auch außerhalb der normalen Ladenöffnungszeiten einkaufen kann. Also in Nordrhein-Westfalen würde man sagen, ein Kiosk, in Frankfurt ein Wasserhäuschen, in Bayern Amazon. Und die Kunden von Spätis nennt man Sprittis. Die stehen dort immer davor, verkosten ihren Einkauf. Manche sitzen auf einem Poller, es wird auch gelegen. Und direkt gegenüber im Fenster hängen wir.
Und alle Passanten müssen da zwischendurch. Man läuft mitten durch den Riss in der Gesellschaft. Rechts das sogenannte Volk, laut aber kaum noch in der Lage, sich zu artikulieren. Und auf der anderen Seite eine arrogante Minderheit. Irgendwie links in ihrer daunengefederten Komfortzone, aus der sie auf alles herabschauen. In dem Fall die Intellektuellen. Leute wie Ansgar, 46, promovierter Philosoph, hat jetzt gerade auch wieder einen Job an der Uni gekriegt, als Hausmeister. Beziehungsweise, wie man heute sagt, Caretaker. Seine Zeitarbeitsfirma hat ihn tatsächlich zurück an die Universität geschickt. Er nennt es eine Juniorprofessur. Und beim letzten Christopher Street Day bin ich so bei ihm angekommen. Sag mal, Matthias, ich wollte ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber bist du jetzt schwul? Hättest du was dagegen? Na, wenn du mich so fragst, ja natürlich. Wieso natürlich? Weil ich dann immer einfach so entspannt mit dir hier rumhängen könnte. In einem Fenster, ganz nah und auch noch auf dem Kissen. Hättest du Angst, dich anzustecken? Nein, ich hätte Angst, dass du mich dann nur noch auf mein Äußeres reduzierst. So bin ich Freund, dann wäre ich Sexualobjekt. Ich wüsste ja gar nicht, was ich anziehen soll, damit ich dich nicht auch noch heiß mache. Also Schwule denken immer nur ans Vögeln. Schwule nicht, aber du. Was? Na komm, wenn ich mir allein deine Programme anschaue, die sind doch eine einzige meandernde Sublimation eines monströsen Sexualtriebs. Im letzten hast du sogar erzählt, wie groß dein Dostojewski ist. Das war selbstironisch. Ja, aber du warst der Einzige, der die Ironie kapiert hat. An der Oberfläche redest du immer über Politik, aber was drunter liegt, ist pure Dauergeilheit. Von welchem Politkabarett? Polibido-Kabarett, das machst du. Und jetzt auch noch schwul. Ich bin nicht schwul. Ich bin nur genervt von diesem dualen System. Null oder eins, Frau oder Mann, so plötzlich nur Computer. Also für mich war das duale System immer Restmüll oder gelber Sack. Facebook bietet 60 verschiedene Geschlechtsidentitäten an. Man kann sich jeden Tag für was Neues entscheiden. Und was bist du heute? Crossdressender Cisgender. Ja, genau so siehst du aus. Warum läufst du eigentlich nicht bei denen mit? Weil mir deine Gesellschaft wichtiger ist. Finger weg! Was hast denn du für ein Geschlecht, Ansgar? Keine Ahnung, aber es ist definitiv größer als deins. Sag mal, kennst du eigentlich noch richtige Spießer? Klar, die Identitären, das sind die Spießer in der Popomoderne. Popomoderne? Postmoderne. Auf Deutsch, alles ist scheißegal. Und da sind auch wieder ganz viele Junge mit dabei. Also Nachwuchsspießer. Ja, ich nenne sie Schaschliks. Aber ich dachte, die Identitären gibt's nur in Frankreich. Aber seit Dilo Sarrazin auch bei uns. Die Identitären sagen, jeder hat nur eine einzige Identität. Also du schaust morgens in den Spiegel und wenn du abends wiederkommst, 38 Jahre später, siehst du immer noch das gleiche Desaster. Die nennen sich Bio-Deutsche. Na, wahrscheinlich sind sie aus Freilandhaltung. Und die sind auch immer beleidigt. Also eigentlich Bio-beleidigt. Wenn man sie Rassisten nennt zum Beispiel. Da heulen die rum, wir sind Ethnopluralisten. So nennen sich Rassisten, wenn ein Unternehmensberater da war. Ja, durch das Marketing hat ja fast nichts mehr noch einen normalen Namen. Und ich möchte jetzt gar nicht mit Friseurgeschäften anfangen. Hairport. Vier Haareszeiten. Hanarchie. Oder mein ganz persönlicher Liebling für einen Herrensalon. Hartriarchat. Slogan, auch Hengste haben Ponys. Achten Sie mal drauf, meine Damen und Herren. Bettenhändler verkaufen heute keine Betten mehr, sondern Schlafsysteme. Sauerkraut heißt, jetzt habe ich kürzlich in Berlin gesehen, German Kimchi. Man geht nicht an den Schreibtisch, nein, ich habe heute Homeoffice. Und Leute, die Homeoffice haben, trinken auch kein Bier, sondern einen Hopfensmoothie.
Über dem Blumenladen bei uns um die Ecke prangt ein großes Schild: Werkstatt für florale Objekte. Und vor dem letzten Valentinstag bin ich reingegangen und habe gesagt: Gott zum Große, Frau de Floristin. Ich benötige zum Ehrentag des heiligen Valentinus von Terni ein asymmetrisches Objekt aus rosa Sarazena und Gerbera Gossypina, tangential gefasst in Chlorophyllellipsen von Tifa Latifolia. Hätten Sie einen Mechaniker da, der mir das schreinern könnte? Und ich hab's gekriegt. Ja, allein. Allein des Namens wegen würde ich gerne ein Bordell eröffnen. Institut für humane Penetrationshydraulik. Und Rassisten nennen sich Ethnopluralisten. Da haben sie einen gewagten Namen ausgesucht. Ein Kompositum aus gleich zwei Fremdwörtern. Griechischer und römischer Wortstamm. Also auch noch Rassenmischung. Und das bei ihrer Klientel. Also ich bin mir nicht sicher, ob Ronny aus Döbeln mit den Definitionen von Ethnie und Pluralismus schon Kameradschaft getrunken hat. Sagen Sie zudem mal, er ist Ethnopluralist. Du dumme Sau, ich bin Deutscher. Mit dem Gesindel habe ich nichts zu schaffen. Ich persönlich finde ja das politisch inkorrekte Vokabular viel schöner als das gesittete. Wir müssen es den Rassisten und Sexisten wegnehmen. Die Schwulen haben das erfolgreich gemacht. Früher war das ein Schimpfwort. Noch vor 50 Jahren hätte kein Homosexueller von sich gesagt, ich bin schwul. Damals hieß das, ich bin Priester. Ja, dann. Aber dann haben sie sich ständig selber schwul genannt und jetzt ist es keine Beleidigung mehr. Ich habe einen sehr guten französischen Freund, der nennt mich grundsätzlich Cascapointe, Pickelhaube. Und ich sage zu ihm nur Froschfresser. Und wir lieben uns wie Schwuchteln. Und davon brauchen wir mehr. Wir müssen irgendwann ganz selbstverständlich erzählen: Ich war am Wochenende auf einer Party im Asylantenheim. Am Anfang gab es fantastisches Fidschi-Essen, zum Nachtisch Mohrenkopftorte. Dann ist einer von den Ölaugen ans DJ-Pult, hat super Negermusik aufgelegt. Die Schlampen alle auf die Tanzfläche. Ich stand mit so einer Tucke und einem Zigeuner an der Theke. Der hat dem Popo-Schlumpf gerade erzählt, dass er seit Jahren eine Ossitrulla über den Rettich zieht. Aber in der Beziehung ist gerade Polen offen, weil sie was mit einem Bimbo hatte. Dann hat er derart angefangen, Runden zu schmeißen. Die Theken-Bitch ist überhaupt nicht hinterhergekommen. Und ich bin morgens um 5 voll wie eine schwangere Russin noch zum Mullah-Grill, hab mir einen Döner geholt und bin zu Hause original mit dem Gesicht in der Kanackenschnitte eingeschlafen. Wenn wir alle so reden, gibt's bald keine Beleidigungen mehr. Dass die Linken das noch nicht kapiert haben: Je mehr Political Correctness, desto größer ist die Anzahl an Schimpfwörtern. Die normalsten Begriffe sind plötzlich diskriminierend. Greis zum Beispiel soll man nicht mehr sagen. Stattdessen Senior. Wer sagt denn bitte Senior im Singular für einen einzelnen Vertreter des Geriats? Opa, Methusalem, Graukappe, Komposti, das sind die Wörter. Und wo hört das auf? Irgendwann ist auch der Kreisverkehr nicht mehr erlaubt. Das heißt dann Seniorenkopulation. Du bist so versaut, Matthias. Das war doch nur ein Beispiel. Aber ein beispielhaftes Beispiel für deine beispiellose Beischlafbesessenheit. Du hast doch Tourette. Tretter, das ist die Kurzform von Tourette. Also gut, daneben ein anderes Wort. Dein Job zum Beispiel. Du heißt doch auch nicht mehr Hausmeister, sondern Caretaker. Ich bin ja auch kein Hausmeister. Was machst du denn so als Caretaker? Naja, hauptsächlich Facility Management. Eher strategisch oder eher operativ? Intuitiv. Vor allem in den Bereichen Cleanse and Repair Governance und Hygienic Administration. Also Putzfrau. Naja, Chef von den Putzfrauen. Ich mache für die den Schreibkram. Spricht ja keine Putzfrau mehr Deutsch. Was haben die für einen Schreibkram? Füllst du denen die Stundenzettel aus? Nein, ich schreibe denen die Asylanträge.
Und dafür wirst du bezahlt. Naja, eher in Naturalien. Von den Putzfrauen? Du willst mir doch nicht erzählen, dass du dich von denen filieren lässt. Was? Oralverkehr. Du bist so versaut, Matthias. Oralverkehr, Quatsch. Ich wüsste gar nicht, wie das geht mit der Burka. Nein, was ich von denen kriege, ist eher oral verzehr, du verstehst? Ich sag dir, das ist eine super Truppe. 3 Syrerinnen, 1 Afghanerin, 1 Irakerin und 1 Sudanese. Der ist auch schwul, so wie du. Weißt du, wie ich die morgens immer begrüße? So, Mädels, machen wir heute mal wieder ethnische Säuberung. Ich sag dir, wir haben einen Spaß. Wenn nur die scheiß Studenten nicht wären. Mit denen hast du doch gar nichts zu tun. Von welchen? Was sind die 3 schlimmsten Sanitärseuchen? Noroviren, Legionellen, Studenten. Bis vor 2 Jahren warst du selber noch Student. Aber ich war nicht einmal auf dem Uniklo. Weil du nie an der Uni warst. Und was machst du sonst so in dem Job? Ja, so ein bisschen Gartenarbeit. Du baust was an? Nein, ich muss ab und zu gießen. Und kleinere Reparaturen. Du? Na, hör ich mal, nur weil ich Philosophie studiert habe, heißt es noch lange nicht, dass ich keinen Nagel einschlagen kann. Nietzsche hat sich der Philosoph mit dem Hammer genannt. Der Maulwurf hat in seinem ganzen Leben kein Werkzeug in der Hand gehabt. Der Philosoph mit dem Hammer, das bin ich. Du bist eher der Philosoph mit dem Dübel. Glaubst du, Nietzsche hat auch gekifft? Naja, er hat in Turin einen Droschkengaul umarmt. Das klingt eher wie LSD. Aber das gab's doch damals noch gar nicht. Aber Koks. Koks war ganz neu. Ist 1859 isoliert worden. In Göttingen. Ich war mal dort. Da brauchst du Stimmungsaufheller. Andere sagen, es war früher in Rostock. Aber das ist Quatsch. Ich kenne die Ossis. Die koksen nicht, die saufen. Und die Italiener meinen, sie hätten es erfunden, 1858. Aber wenn du mich fragst, das war Parmesan. Sag mal, hast du die Wikipedia-Seite über Kokain auswendig gelernt? Nein, ich habe sie geschrieben. Man muss sich doch auskennen mit dem Produkt, das man verkauft. Weißt du, was die im 19. Jahrhundert gemacht haben? Die haben mit Kokain Morphiumsucht behandelt. Herrliche Zeiten. Stell dir das mal vor, du gehst zum Doktor und sagst, ich habe ein Alkoholproblem. Und dann meint der, kein Thema, ich verschreibe Ihnen erstmal hochdosiertes Cannabis. Dann würde ich sagen, eine Win-Win-Situation. Willst du eigentlich irgendwann mal mit dem Drogendealen aufhören? Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ich habe eine Exit-Strategie. Ich gehe in die Politik. Ich muss raus aus der Illegalität. Wo ist denn da der Unterschied? Gibt es die Piraten überhaupt noch? Ach, die Piraten. Bei denen habe ich doch früher nur mitgemacht. Jetzt will ich Kanzler werden. Stimmt, regieren kann ja heute jeder Depp. Genau. Donald Trump und Emmanuel Macron haben es vorgemacht. Man kann entweder ohne Hirn oder ohne Partei Präsident werden. Aber Macron hat ein Hirn und Trump eine Partei. Du Blödmann. Ich bitte dich, Matthias, wenn der Trump das kann. Ich habe einen Doktor in Philosophie. Ich habe wahrscheinlich den dreifachen IQ. Also 50 Punkte zu viel für eine Partei. Außerdem hat Macron en marche. Und ich marschiere jetzt auch. Ich gründe selber eine. Und zwar eine populistische. Das geht heute ratzfatz. Ich sag dir, ich mache einen Handstandüberschlag über die 5%-Hürde. Und was mit der AfD? Keine Konkurrenz. Meine Partei ist rechts von der AfD. Und links von den Grünen. Aber links von den Grünen ist die Merkel und rechts von der AfD der Seehofer. Wann soll es denn losgehen? Wenn ich die Zusage aus Moskau habe.
Aha. Wofür? Wahlkampfhilfe. Die zahlen ja viel besser. Und vor allem sofort. In Deutschland kriegst du Wahlkampfkostenerstattung. 83 Cent pro abgegebener Stimme. Das heißt, man bekommt das Geld, mit dem man Stimmen werben soll, nachdem man die Stimmen geworben hat. Also du begehst Selbstmord und kriegst dann Antidepressiva. Und was musst du für die Rubel tun? Ich? Nichts. Was es für einen ordentlichen Populismus eben so braucht. Gehe ich in die Globalisierung, gehe ich in die NATO, gehe ich in den Finanzmarkt, gehe ich in die Medien, aber vor allem gehe ich in die Elite und für das Volk. Und was mit den Ausländern? Nix, wir machen einen Populismus von links. Ich dachte, ihr seid rechts von der AfD. Ja, beim Finanzmarkt. Aber bei den Ausländern sind wir links von den Grünen. Und gleichzeitig radikal gegen den Islam. Aber richtig. Was heißt denn bitte richtig? Richtig heißt nicht nur radikal islamophob, sondern auch zutiefst antichristlich und absolut judenskeptisch. Wir wollen eine säkularisierte Republik, gegen die die DDR ein Gottesstaat war. Für die Atheisten gibt es nämlich noch keine Partei. Ja, weil man damit keine Wahlen gewinnt. Was glaubst du, wo die CDU wäre, wenn sie das C abgeben würde? Bei der Wahrheit? Und das ist doch ein Widerspruch in sich, ein Atheist, der ein Kreuz macht. Die Atheisten sind ein riesiges Wählerpotenzial, Matthias. Das wären ja immer mehr. So viele treten aus der Kirche aus. Und dann stehen sie da, in ihrer transzendentalen Obdachlosigkeit. Und dann kommen wir und holen sie in die warme Gemeinschaft der Gottlosen. Wie bist du denn da drauf gekommen, die warme Gemeinschaft der Gottlosen? Freilich. Atheisten sind die nettesten Menschen, weil sie nicht nett sein müssen, so wie die Christen. Wenn ein Christ nett zu dir ist, weißt du nie, macht er das wegen dir oder wegen dem da oben? Und eine warme Gemeinschaft, das wäre doch auch was für dich. Wie soll die Partei denn heißen? Partei ohne Partei. Wir machen Politik, aber ohne Parteiengedue. Abgekürzt POP. Du meinst Pop? Das sag ich doch, Pop. Ansgar, meinst du nicht, dass für einen Franken ein anderer Name vielleicht ratsamer wäre? Wieso? Partei ohne Partei, Pop, das ist perfekt. Wir positionieren uns mit einem polarisierenden Programm. Praktisch ein progressiver Populismus. Partizipativ, promiskuitiv, proeuropäisch. Primäre Perspektive, die Probleme postparlamentarischer Parteienpolitik. Ich sag dir, das wird ein Bombenprojekt. Aber das ist Pop. Alle können alles machen. US-Präsident werden oder internationale Bestseller-Autorin mit einem Buch über den Darm. Wir leben im Zeitalter des Amateurs. Angefangen hat das mit den Castingshows. Menschen mit Fähigkeiten, mit denen sie schon am Hausgebrauch scheitern, sollen damit Stars werden. Sie kennen das, wenn eine unter der Dusche gerne singt und ein familiäres Umfeld hat, das taub vor Liebe ist. Dann wird ganz schnell der Wasserhahn abgetreten, dann heißt es die neue Mariah Carey. Manja Doreen, du musst auf eine Bühne. Aber Castingshows gab es bislang nur in bestimmten Bereichen. Nicht mal bei RTL wäre einer auf die Idee gekommen, hey, das ist ein begnadeter Pilot, nur weil jemand mehrfach von der Schule geflogen ist. Aber jetzt sitzt im mächtigsten Amt der Welt ein Amateur. Donald Trump hatte vorher nie ein politisches Amt. Und genau deshalb haben die Leute ihn gewählt. Aus Hass auf die Profis. Was soll das? Der hat den wahrscheinlich verantwortungsreichsten Posten dieses Planeten. Beim Herzchirurgen wollen die Leute doch auch keinen Amateur. Ich finde, Trump-Wähler sollten vor ihrer Herzoperation in einen Raum geführt werden. Und dann heißt es so, wir haben hier 5 Kandidaten.
Drei sind im ersten Semester Humanmedizin, einer bei den Veterinären und eine Innenarchitektin. Wer soll Ihr Operateur sein? Und weil der Anästhesist im eigentlichen Beruf Klempner ist, wachen Sie dann während der Operation auf und dann sehen Sie vor sich einen blutigen Anfänger. Matthias, ich wollte dich fragen, ob du bei unserem Gründungsparteitag auftreten kannst. Du weißt doch, ich spiele nicht für Parteien. Du bist schon ein paar Mal für die SPD aufgetreten. Ja, in Bayern, da gilt die SPD nicht als Partei. Das war Benefits, ich mache das ja auch für andere Behindertenverbände. Du hast unsere Gründungsmitglieder noch nicht gesehen. Aber warum ich? Wir brauchen noch jemanden aus der Kreativwirtschaft. Ja, dann frag doch jemanden. Aber du bist doch Kreativer. Wie bitte? Ja, etwa nicht. Ich bin Künstler, das ist das Gegenteil von einem Kreativen. Kreative sind Leute, die Werbeslogans schreiben oder Websites designen oder Logos entwerfen. Man sollte sie eigentlich Kreaturen nennen. Ein Künstler verhält sich zu einem Kreativen wie ein Diamant zu einem Brikett. Beide sind aus Kohlenstoff, aber das ist auch die einzige Gemeinsamkeit. Kreative sind Sklaven des Zwecks, wir sind die Priester der Mittel. Ein Kreativer kann in der Kunst eigentlich nur als Material dienen. Man hat als Künstler zum Beispiel eine Badewanne und sagt sich, nein, ich beschmiere sie mal nicht mit Fett, sondern ich lege einen Kreativen rein, um sie ein bisschen abstoßender zu machen. Die Kreativwirtschaft ist die willenloseste Hure der Kulturindustrie. Eine Branche, die noch unter der des Finanzkapitalisten steht, weil sie in seinem Dienst so tut, als würde sie Schönheit erschaffen. Wenn du das nicht zurücknimmst, sind wir geschiedene Leute. Leck mich am Arsch, Matthias, ist das aus deinem neuen Programm? Es wäre super, wenn du das bei uns bringen könntest. Das war ja geradezu Kunst. Außerdem bist du der Einzige, den ich kenne, der so ein bisschen einen Namen hat. Was heißt denn jetzt auch noch ein bisschen? Also versteh mich nicht falsch, aber du bist ja jetzt auch nicht so richtig berühmt. So wie der Xavier Naidoo oder so. Aber für euch reicht's. Uns ist der Anspruch wichtiger als die Popularität. Ich dachte, ich bin so versaut. Genau das meine ich. Komm, das wird dir gefallen. Kennst du die Paulskirche? Ja, natürlich kenne ich die Paulskirche. Es gibt keinen besseren Ort für eine Parteigründung. Du hast die Paulskirche gemietet? Na, wenn schon, denn schon. Wie hast du die gekriegt? Ich kenne da einen in der Verwaltung, dem habe ich früher immer Gras verkauft. Großabnehmer, 20 Gramm die Woche. Na ja, Beamte halt. Es wäre super, wenn du da was für uns machen könntest. Wann wäre das denn? Das kannst du dir aussuchen. Du musst schauen, wann ich mal wieder in Frankfurt bin. Wieso Frankfurt? Paulskirche? Ist doch in Frankfurt, oder? In Frankfurt oder? Nein, in Frankfurt am Main. Also unsere Paulskirche ist in Laugenstadt an der Gollach. Es geht doch nur um den Namen. Wenn bei Wikipedia drinsteht, die Regierungspartei Bob wurde 2017 in der Paulskirche, weiter liest doch heute keiner mehr. Ja. Ja, aber na, natürlich habe ich mich überreden lassen. Ich kann nie Nein sagen. Ich bin einfach zu feige. Das Höchste, was ich an Negation herausbekomme, ist, schauen wir mal. Wenn ich sage, schauen wir mal, dann meine ich damit nur über meine Leiche. Aber mein Gegenüber versteht, lieber heute als morgen. Das ist diese elende Harmlosigkeit. Ich bin so harmlos, ich wurde schon von Autisten gemobbt. Die haben sich von mir provoziert gefühlt. Ich kann auch durch keinen Bahnhof gehen, ohne angebettelt zu werden. Es gibt Bahnhöfe, da fährt gar kein Zug mehr, aber wenn ich da bin, kommt ein Bettler. Am extremsten ist es in Frankfurt. Ich stand da schon 20 Minuten auf dem Bahnsteig. Am Anfang habe ich einem Junkie was gegeben,
also Geld. Und der kam nach einer Viertelstunde wieder. Die anderen geben ihm nichts, ob er noch mal was haben kann. Mir ist auch egal, was die Leute mit dem Geld machen. Ich verstehe das nicht, wenn jemand sagt, ich gebe nichts, die kaufen sich davon ja nur Alkohol. Was soll das? Wenn ich es behalte, kaufe ich mir davon Alkohol. Und ich gebe auch gerne. Das ist für mich ein subversiver Akt. Das ist das Einzige, womit der Markt nicht umgehen kann. Radikales Schenken. Am besten ohne Anlass, ohne Zweck und ohne Nutzen. Klauen, das wird einkalkuliert. Aber schenken. Wenn Sie mal richtig für Chaos sorgen wollen, bringen Sie heimlich Waren in den Supermarkt. Ich mach das. Ich gehe ab und zu bei einem Rewe-Markt einkaufen und stelle das Gekaufte dann bei einem anderen Rewe ins Regal. Und ich habe Freunde angestiftet, das auch zu tun. Das über einen längeren Zeitraum. Das ist besser als jeder Kaufhausanschlag. Spätestens bei der dritten Inventur explodiert der Buchhalter. Und ich habe Ansgar das Geschenk gemacht. Ich bin zu seinem Gründungsparteitag hingefahren. Ich habe moderiert. Aber ich bin zumindest nicht Vorsitzender geworden. Sie hatten mich aufgestellt. Umso gespannter war ich auf die Rede des neu gewählten Vorsitzenden. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, zunächst will ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für meine sensationelle Wahl zum Vorsitzenden. 9 von 11 abgegebenen Stimmen. Damit bin ich bei der Prozentzahl noch über Absinth. Ich will euch, liebe Freunde, eine kleine Geschichte erzählen, wie es zu dieser Parteigründung gekommen ist. Noch kein Vierteljahr ist es her, da saß ich mit meinem alten Freund Matthias Dretter, saß ich beim Windowing, also wir haben aus dem Fenster geklotzt, und dann sagte er plötzlich zu mir, Ansgar, Deutschland braucht einen Emmanuel Macron. Und wer soll es machen, wenn nicht du? Habe ich natürlich sofort gesagt, das ist so. Ich will diesem Staat auch etwas zurückgeben. Wo sonst hätte ich 38 Semester studieren können? Deutschland hat sich um mich gekümmert, jetzt kümmere ich mich um Deutschland. Deshalb muss ich auch gleich auf das wichtigste Wahlkampfthema eingehen, unsere Sicherheit. Da müssen wir, liebe Freunde, das Kind eben auch mal beim Namen nennen. Das Problem bei der Sicherheit in Deutschland ist und bleibt der Islam. Und zwar der radikale, wiedergemäßigte und der kaum vorhandene. Genauso wie das Juden und natürlich das Christentum. Wie viele Gewalttaten zum Beispiel haben wir in Deutschland jährlich mit christlichem Hintergrund? Es heißt dann eben nur nicht Anschlag, sondern Ehe. Die Ehe fordert jedes Jahr die 27-fache Anzahl an Opfern wie der Terrorismus. Trotzdem ist sie weiterhin erlaubt und wird auch noch steuerlich bevorteilt. Und da sage ich, es muss Schluss sein mit dieser staatlichen Subventionierung der häuslichen Massaker. Religion, liebe Freunde, ist nichts als Quantität. Wenn ein Einzelner erzählt, er glaubt an Typen, die übers Wasser laufen, Brot vermehren und Tote auferwecken, dann kommt er in die Klapsmühle. Wenn es eine Milliarde erzählt, soll man dafür auch noch Steuern bezahlen. Karl Marx meinte, ihr wisst es alle, Religion ist Opium fürs Volk. Und da sage ich, ein frommer Wunsch. Wenn die Pfaffen Rauschgift verteilen würden, wären ja alle glücklich. Man geht in die Kirche, in die Synagoge, in die Moschee, haut sich auf den Teppich und holt sich sein Tütchen. Stellt euch das mal vor, liebe Freunde, Freitagsgebet. Alle beuchen sich nach vorne und dann... Ja.
Feinde des Terrorismus. Das beste Mittel, liebe Freunde, gegen den Terror ist der Atheismus. Kein Selbstmordattentäter hat sich jemals auf seinen Unglauben berufen. Im Namen des Atheismus, liebe Freunde, ist noch nie ein Krieg geführt worden. Noch nie ein Pogrom verübt. Noch nie eine Frau verbrannt. Noch nie ein Kondom verboten. Noch nie ein Ministrant belästigt. Und noch nie ein Vollidiot zum US-Präsidenten gewählt worden. 80. Millionen Amerikaner sind evangelikale Christen. Also Menschen meinen, die meinen, die Erde sei in 7 Tagen entstanden und die Klimaerwärmung käme von den Schwulen. Und da sage ich, wir müssen auch den Amerikanern endlich die Aufklärung bringen. Und zwar in politisch inkorrektem Duktus, damit auch ein bisschen was vorangeht. Titel: Aufklärung ist der Ausgang des Burgerfressers aus seiner selbstverschuldeten Hirnihaftigkeit. So sieht's doch aus. Der Atheismus, liebe Freunde, hat bislang keine Missionare hervorgebracht. Ich, Ansgar Müller-Reifenstein, bin der Erste. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass der Mensch nicht glauben soll. Im Gegenteil, ich bin dafür, dass alle glauben. Und zwar an ein Leben vor dem Tod. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringen wir die Gottlosigkeit auch hier in Deutschland an die Menschen? 50 Millionen Gläubige von ihrem Wahn abzubringen, ist keine ganz einfache Aufgabe. Aber jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Wir müssen den Abfall vom Glauben einfach so attraktiv machen, dass denen überhaupt nichts anderes übrig bleibt. Und zwar, indem wir die Gegenpole von Religion stärken. Nämlich Gelassenheit und Lebensfreude. Deshalb, Dankeschön. Deshalb will ich euch unser neues Bob-Sicherheitskonzept vorstellen. Es heißt Gelassenheit 2020. Kurz G20. G20, liebe Freunde, besteht aus 2 zentralen Maßnahmen. Erstens, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Legalisierung von Cannabis. Die wird zu einem sprunghaften Anstieg der Gelassenheit in Deutschland führen. Und wer gelassen ist, der ist auch tolerant. Und wer tolerant ist, der hat mehr Sex. Und wer genug Sex hat, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, dem gehen auch 72 Jungfrauen am Arsch vorbei. Zweitens, wir haben genug Sicherheitskräfte, wir müssen sie nur aktivieren. Polizei und Bundeswehr, schön und gut. Aber ihr wisst alle, wir leben im Zeitalter des Amateurs. Also Schützenvereine. Die sind auch mit Abstand am besten ausgerüstet und überall stationiert. Mein Ziel ist es, liebe Freunde, in den ersten 100 Tagen meiner Amtszeit die äußere Sicherheit in Deutschland komplett in die Hände der Schützenvereine zu legen. Damit könnte sich die Bundeswehr auch endlich ganz ihrer Aufgabe widmen, der Brauchtumspflege. Damit, liebe Bobberinnen und Bobber, haben wir ein Gesamtpaket, von dem ich, glaube ich, zu Recht sagen kann, die Zukunft ist eingetütet. Von Laugenstadt an der Gollach werden Rauchzeichen ausgehen. Ich danke euch.